Hey Leute und willkommen zu der Folge, wo Micha von Gladbach gefeuert wird. Nein, auf jeden Fall willkommen zur nächsten Folge, sorry Leute, aber ja, wir starten direkt mit dem Spiel Gladbach gegen Mainz, Micha gegen mich, und ja, wenn er verliert, wird er zu 90% rausgeschmissen, würde ich jetzt mal von ausgehen. Jan hat auch ein paar coole Spiele. Ja, ich habe heute wieder Euroleague. Du hast heute schon wieder Euroleague, bei dir geht es richtig ab. Das wird interessant. Da könnt ihr sich sogar schon entscheiden, ob du durchkommst oder nicht, je nachdem, wie die anderen spielen. Schauen wir mal, ja. Das wird verrückt. Aber vielleicht werde ich auch gefeuert. Ja, bestimmt. Ja, ich meine, ich gucke auf die Tabelle. Ja, wir gucken einfach mal, Leute. Schaut bei allen anderen vorbei, rechts um am E verlinkt und Videobeschreibung und überall und wird super. Überall. So, dann gehen wir mal zu unserem Spiel hier. Inkonstant beide, die Form. Ich bin gespannt. Mainz Platz 13, du bist Platz 17, weil Eintracht Frankfurt einen Punkt geholt hat. Jo. Und die dadurch jetzt auf Platz 16 sind. Das ist auch witzig. Nee, ich will, dass Gladbach gewinnt. Was? Ja, okay, aber ich... hätte auch gern einen Sieg. Also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, also im Hinterkopf natürlich habe ich, ist ja ganz klar, die Angst, dass hier mich herausgeworfen wird, da hätte ich auch weniger Bock drauf. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die drei Punkte wären für uns halt wieder wichtig, weil wie es vorhin Micha gesagt hat, sobald halt eben ich einmal verliere, zum Beispiel jetzt, und die anderen hinter mir gewinnen, heißt Micha, Darmstadt, wer auch immer, dann bin ich wieder volle Kanne mit unten dabei. Ja, das und ist wenn ich gewinne jetzt gegen Gladbach zum Beispiel, eigentlich, dann wäre ich wieder eigentlich Mitte oder eher die obere Hälfte mit dabei und das wäre so ganz angenehm. Ne? Also auch wenn ich es dir gönnen würde und ich dich jetzt nicht rauskicken werde, jetzt bin ich in dieser Scheißlage, wie Jan es damals war. Der hat mich ja dann auch rausgekickt, auch bei Gladbach, wo ich bei Gladbach war damals. Jetzt kann ich das gleiche Schicksal übergeben quasi an Micha, bis der dann am Ende Jan rauskickt. Bitte nicht, das wäre funny irgendwie. Naja, gucken wir mal. So. Ja, ich glaube, die Euroleague rettet so gerade meine Jobsicherheit noch. Schauen wir mal, ob ich hier die Frage gestellt bekomme, das würde mich tatsächlich interessieren. Also ich habe nichts bekommen. Bekomme ich nicht. War dann Anstoß, würde ich sagen. Vorstand ist doch zufrieden. Let's go! Schauen wir mal. Ich bin gespannt, ich bin gehypt. In den dunklen Trikots. Das habe ich auch selten. Oh, das letzte Duell zwischen uns, das war auch episch. Wir hatten bisher ja nur ein Duell. Rechts oben am E verlinkt, Leute, mal. Könnt ihr mal gerne bei mir vorbeischauen da. Das ein episches Duell. Ich damals hochgeladen. Und selten! Oh, was für ein Kopfball war das denn? Das wird wieder so ein krasses Spiel gegen dich. Ich sehe schon. 1-0 Selke durch einen wunderschönen Freistoß. Jo, das war's dann mit Platz 8. Ich bin 15. Erstmal 12 ich Plätze. Ich bin Platz 8. 12 Plätze runter. Wieso habe ich Selke eigentlich verkauft? Mateta. Oh, was? Oh, Selke schon wieder Selke durch. Aber ich kann auch auf Platz 8 kommen. Komm, Insigne, jetzt müssen wir mal kommen. Das kann doch nicht sein. Abbas, jetzt in die Mitte auf Mateta. Komm schon. Mann. Warum ist hier Gladbach jetzt aber mal krass? Rosinski. Und Schwolo. Aber ja, Selke, den habe ich damals gekauft. Den wusste ich schon, dass der hier gut ist. Aber ich finde toll, dass ein Spieler von mir gegen Mike ein Tor schießt. Hä? Alter... Leon, Mann, ja. Das habe ich aber gecallt. Ich habe vorhin gesagt, Player nimmt wieder am Training teil und so. Der wird gegen mich eins machen, habe ich gesagt. Eigentlich indirekt freut's mich ja irgendwo, aber es ist natürlich scheiße. Ne? Irgendwie nicht so Bock auf Regionalliga. Ne? Also. Regionalliga. Jetzt ist er wieder gut gelaunt, weißt du? Wenn er gegen mich gewinnt! Jetzt komm, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben, zweite Hälfte, Frankfurt komm! Jetzt, aber! Oh, erzählt abseits. Nicht, du
Ich hasse sowas. Es ist wenn man sich freut. Und es ist tatsächlich so, da habe ich auch einen Absatz zu gemacht. Schon geil, Alter. Jetzt, March. Der hat noch nichts gemacht. 28 Millionen. Oh. Mateta, Mann. Will jemand March kaufen? Was kann Geiser, der? Guck. Was für eine Position spielt der? Linkes und rechtes und offensives Mittelfeld. Offensiv, dann würde ich ihn nehmen, ja. Mir fehlt da ein guter. Ja, ich biete ihn dir sogar günstiger an, als ich ihn gekauft habe. 25 Millionen. Ja, wunderbar. 25 hast du ihn gekauft, oder für 25 oh. bietest du mir an? Biete ich an. 28 habe ich gekauft. Jo, das war Millionen der Schwalbe. Rot, das gibt's Platz. Nicht. Oh. Ja, zum Glück. Besser ist es für ihn. Oh. Also, Mieke. Ja. 18 Millionen. Ja, klar, also 10 Millionen unterm Dings. Während hier, dem also. Spiel machen die irgendwelche Verhandlungen. Ja, wenn ich merke, dass er scheiße ist, dann verkaufe ich ihn halt. Ach komm, ey. Ich haute den jetzt direkt mal. Bist halt Spaß. Der ist ja echt scheiße. Hazard, auf Player. Player, du musst den doch mal machen. Ja, können wir bitte auch boah, irgendwas mal machen? Vielleicht? Marktwert, der hat, guck, Marktwert 18,5 Millionen. Ja, pfff. Der kam, 20 Millionen. Der kam ja aus England. 24. Nee, 20. Nee, dann schlage ich nicht an. Hazard. Oh, jetzt nochmal. Komm, komm, komm. Und? Oh. Konter, 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 Konter. Was? Das rot! Ist bei mir aber auch nicht. Jetzt ja keine rote Karte. Der ist gerade. Der Michael! Och ah. Mann, ey. Schmuler! Shit. Ey, das gibt's doch nicht! Das ist doch echt nervig, ey. Abseitstor und dann verliere ich einfach gegen dich, ey, Mann. So scheiße. Es ist so traurig. Können wir bitte Gas geben? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn, dann muss das Tor jetzt fallen, weil... Insigne. Und Gladbach. Bin dazwischen gegangen. Alter, ich habe einfach in der letzten Schiri. Saison 4-0 gegen Gladbach gewonnen. Komm jetzt mal, Mateta, bitte mach es doch jetzt endlich. Ja. Das kann nicht sein, Mann. Was ist da los? Bolo hält. Ich würde sagen, ich drehe das Spiel noch. Ja, Mike, du hast ja jetzt hier 5 Spiele in Folge gewonnen. Kannst du ja nicht ganz gewinnen. Ich hab 2 gewonnen. Du bist Letzter. Was? Ja, Darmstadt führt gegen Köln. Ich bin nicht Letzter. Doch. Hofmann in die Mitte, das Nein. ist das 3-0. Jetzt bin ich bei mir Letzter. Was ein Anfänger. Scheiße. Mann, ja. Ey, ich gönn's dir ja irgendwo, aber das ist doch scheiße, genau gegen mich. Ja, das ist doch scheiße. Genau gegen mich. Mateta, komm bitte. Ey, du ja. bist so Bolo. Ein, ich verkauf den. Wer willst du denn haben, Jan? 50 Euro. Ja, mach ich 50 Euro, schlag ich ein. Wenn ihr gleich ein Angebot schicken. Jetzt, Levin. Oh. Ja, gewonnen. 3-0. Oh, Mike, aber 3-0. 27 Schüsse. Was? Ich zurecht ey, gewonnen. Du das safe gedopt. Einfach nie so gut gespielt und jetzt gegen mich. So, Leute, wir starten wieder rein. Unser zweites Spiel in der heutigen Folge. Wir hatten gerade eine mega Pause zwischen dem Spiel und dem letzten. Ungefähr eine gute Woche oder zwei oder ich habe gar keine Ahnung, wie lange es war. Auf jeden Fall genug. Nichtsdestotrotz starten wir einfach rein. Wir müssen verletzungsbedingt mal wechseln, da Adler sich verletzt hat. Er ist aber schon wieder auf einem guten Weg der Besserung, unerwartet in Kürze wieder einsetzbar. Aber für dieses heutige Spiel spielt der Müller.
Und ansonsten lasse ich die Aufstellung einfach so, die Fitness passt. Wir haben auch gleich Pokal, also müssen wir sowieso ein bisschen gucken, dass wir da ein bisschen durchmixen. Ich bin gespannt, wie das jetzt läuft gegen Hannover 96. Oh, ich habe Jan überholt, geil. Ich bin auf dem Regionalabstiegsplatz, siehst du, so schnell geht das. Jetzt bist du wieder glücklich. Jetzt bin ich nicht mehr auf dem Regionalabstiegsplatz. 2 Minuten. Das hat nicht lang gehalten. Hast du schon, jetzt führst du schon. Das hat nicht lang gehalten. Ach komm. Exklusiv. Das ist absolut exklusiv. Oh, Mike. Läuft. Aufwachen. Läuft bisher richtig gut. Warte, wie war das? Minus 9? Minus 10. Gar nicht schlimm, dass Adlea verletzt ist. Ja, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich weiß auch über nicht. Das Tor bin 18. Starke Leistung. Ja, Dreck, Gelb-Rot, oder? Jetzt gibt's Rot. Er wollte einfach köpfen. Ja. Danke. Alter, ich drück gleich echt Alt F4. Er wollte einfach köpfen und kriegt dafür eine rote Karte. Bei dem, was verletzt war, war der rechte Verteidiger. Was ist jetzt? Brusinski, mein rechter Verteidiger, hat einen Schlag abbekommen. Ich kann keinen einwechseln! Oh! Ich tue jetzt einfach Bambi rein, passt da zwar nicht hin, aber das ist mir egal. Ich flipp aus. Da ist er jetzt das Spiel nicht schuld. Alter, Mateta. Ich verkaufe ihn einfach. Ich habe keinen Bock mehr auf den Typen. Der macht kein Tor. Er hatte schon ungefähr 12 Chancen jetzt. 12? Nichts! Verkaufst du mir den? Ja, willst du ihn? Ja. Wie viel? 1 Million? Ja. Kann der auch ZOM? Weiß ich nicht. Der kann eigentlich gar nichts. Oh, Mateta. Der einzige Spieler, der was bei dir macht. Ja. Immer den Torwart anschießen. Meine Stürmer machen eigentlich nie was. Alter, ich flippe. Immerhin also. Torwart anschießen, meine kriegen ja das noch nicht immer hin. Oh komm, schieß nochmal den Torwart an. Danke für nichts. Oh jetzt. Du bist der größte, alter Anfänger der Welt. Er hat ihn jetzt schon zum 80. Mal angeschossen. Wer ist dieser Esser? Spieler. Ich verkauf die Mateta. Junge, Müller im Tor. Ey. Nee, der ist einfach gesprungen, wo der Ball schon am Pfosten war. Am besten wäre er jetzt an seinen Rücken und rein. Aaron Martin, gelbe Karte. Wahrscheinlich ist der Arun. Arun Martin. Merton. Merton. Arun Merton. Was ist denn mit euch? Ja, danke. Ne Martin. Ey, es klappt nichts. Nichts. Latte, danach pfeift der Schiedsrichter einfach. Ey, abseits. Es geht alles schief. Alles. Barmen. Bambi. Oder halt Jabberman. Wo nimmst du das zweite B einfach her? Ja, dann halt German. Ach, ich? Ja, und dein Bambi. Ja, Bambi. Ja, Gbamin ist ja lächerlich. Junge, die rennen einfach zu 12 auf mein Tor zu. Er ist nicht krass, aber er hat halt viel gekostet und das wäre halt schon lächerlich, ihn jetzt so rauszugeben. Wieso hast du ihn denn dann gekauft? Ja, ich dachte, dass er gut ist. Die Scouts haben bei mir geben eine richtige schlechte Bewertung. Wieso hast du den gekauft? Ja, weil er bei mir schlecht ist. 22 Schüsse, 13 aufs Tor und ich verliere 4-0. So Leute, das war's von der heutigen Folge. Bei mir lief's nicht so super, bei den anderen unbedingt vorbeischauen, um zu sehen, wie es da lief. Und dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall auch bei der nächsten Folge vorbei, denn da haben wir DFB-Pokal, natürlich bei Jan auch wieder Euroleague und vieles mehr. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, haut rein und ciao, ciao. Ciao, ciao.